Ein welche Spannung sitzen. Das hat direkt geklappt. Die vier Athletinnen sind unterwegs. 400 Meter Hürden der weiblichen Jugend U20. Ja, sie wurde immer weit runter mitgedacht, haben die Anlage geschlossen gelassen für Darcy Roper, der dann jetzt sicherlich wieder Anfeuerung erhält. Und das wollten wir nicht in den Start reinklatschen lassen. Und deswegen gucken wir mal jetzt. Darcy Roper, der Australier, der Vize-Weltmeister mit seinem fünften Versuch. Rhythmisches Klatschen auf der Gegenseite und schnelleres Applaudieren jetzt auf der Zielgeraden für unsere Athletin über 400 Meter Hürden im ersten Lauf. Annika Lena Lietz von MTV Kronberg und der Schwedin Johanna Pietermark an der Spitze.